Steaua Bukarest oder Rapid Wien. Einer dieser beiden Mannschaften wird es schaffen in die Gruppenphase der Europa League-Saison 2018-2019. Die besseren Karten hat im Moment Rapid das Hinspiel mit 3:1 in Wien gewonnen. Also die Gastgeber heute, Steaua Bukarest, in den roten Trikots und blauen Hosen unter Zugzwang. Und deswegen auch von Anfang an hellwach. Das ist Roman für Noeré, 11. Minute, 1:0 Bukarest. Und die Nationalarena in Bukarest brennt. Aber dieser Treffer leicht abseits verdächtig beim Zuspiel von Tanase auf Roman. Macht aber nichts, der Linienrichter hat es nicht gesehen, Videobeweis gibt es nicht und so zählt der Treffer. Noeré bringt Steaua Bukarest hier in der 11. Minute durch seinen 4. Treffer in der Europa League Qualifikation mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Grün-Weißen dann in Minute 16, das ist Alar, der probiert es einfach mal aus der Distanz und wir sehen der junge Mann da hinten, Vlad, 19 Jahre jung, mit der ersten Unsicherheit. Rein in die Schlussphase des ersten Durchgangs und dann diese Aktion. Potzmann fälscht da so unglücklich ab, dass Strebinger nichts mehr halten kann. Rusescu mit der Vorlage kam erst vor einer Minute in die Partie für den verletzten Tanase und sorgt für ordentlich Betrieb. Roman mit dem Kopfball. Potzmann, wie gesagt, fälscht unhaltbar ab und plötzlich steht es 2:0 zur Pause und stand jetzt, und das wissen natürlich die Fans hier in Bukarest, wäre Steaua weiter und nicht Rapid. Dementsprechend reagiert Rapid. Das ist die 62. Minute und das ist der nächste Riesenbock von Vlad. Auch wenn es am Ende ein Eigentor von Balajar ist, das Tor geht aufs Konto von Andrei Vlad, dem 19-jährigen Torhüter von Steaua Bukarest. Und das weiß er auch. Wir schauen nochmal drauf. Der Freistoß von Schwab, eigentlich 2 Meter mindestens am Tor vorbei. Und Vlad macht ihn überhaupt erst wieder scharf. Und selbst dann muss er das besser verteidigen. Den Ball von Potzmann. Sonnleitner versucht ihn dann irgendwie über die Linie zu drücken. Am Ende klappt es mit Hilfe von Balajar. Und Stand jetzt sind sie wieder draußen. Steaua Bukarest, 66. Minute, Rapid jetzt mit deutlich Oberwasser. Toller Ball für Alar, auch der macht das richtig gut, aber Thomas Murg kriegt da den Fuß nicht mehr rein. 2:2 hätte das Ergebnis sein können und dann wäre hier die Messe auch gelesen. Aber noch ist dieses Spiel nicht vorbei. Rein in die Schlussphase. 83. Minute, das ist Ivan gegen 2, macht das klasse gegen Planic. Ivan! Latte! Und wieder sieht Andrei Vlad da gar nicht gut aus. Erst ein bisschen Glück dabei für Andrei Ivan, aber dann auch Riesenglück für Andrei Vlad. Weiß noch immer nicht, wo der Ball ist. Am Ende rettet ihn die Latte. 86. Minute, das letzte Aufbäumen von Steaua Bukarest. Rusescu versucht es da aus der Drehung, Glanztat von Strebinger, zeigt hier einmal mehr, dass er auf den Posten im Nationalteam schaut. Und dann diese Aktion, nicht das Ballfangen, sondern das Ballwerfen vom Kapitän von Balajar sorgt für die gelb-rote Karte. Der berühmte Bärendienst, denn in der 91. Minute Steaua nur noch zu 10. So, da hatte... Ah, das ist ja assi. Und so kommt's, wie es kommen musste. Rapid verliert zwar dieses Spiel, aber ist Teilnehmer in der Europa-League-Gruppenphase. Steaua ist raus.